Und hallo und willkommen zurück zu Spiritfarer. Wir haben Francis wieder hier. Francis wieder zu Besuch. Okay. Ich sehe ihn schon, da ist er. Etwas Neues. Okay, was gibt's denn Neues bei dir? Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Okay, was hast du denn für eine Besorgung für mich? Metallseil? Oder hatte ich glaube ich schon, ne? Achso, hier. Korndock muss ich noch. Wer wollte den Corndog haben? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist noch... Achso, ich muss da nochmal gucken. Ich habe noch ein paar Sachen nachgeguckt. Beziehungsweise, ja, muss ich nachgucken, weil ich da noch Probleme hatte. Habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt in den letzten Episoden. Denn ich brauche immer noch... okay, da habe ich sonst nichts verkauft. Kann ich was bei dir noch? Hatte ich den Schuh in die Schmiede geschmissen? Ich weiß gar nicht mehr. Das muss ich gerade nachdenken. Nee, konnte ich da nicht reinschmeißen. Das ging ja nicht. Das kann auch weg. Das muss ich behalten. Marklos Sammelkarte. So aussieht die Wiederbegegnung. Erste Edition. Hoffentlich ist es ein schwarzer Donnerlotus. Sollte verkauft werden. Echt? Man sagt Vase, nicht Phase. Sollte verkauft werden. Okay. Ja gut, komm. Verkaufen wir. Wenn da steht verkaufen, dann verkaufen. Das machst du gut, Francis. Ich muss mal kurz hier die Hühner, muss ich nochmal kurz füttern. Oh, wir haben kein Material mehr. Das ist ein Problem. Guten Morgen. Müssen wir gerade füttern. Du kriegst Kaffee? Danke, Skipperin. Diese Mahlzeit ist nahrhaft. Marmchen gibt es gerade mal nicht. Ich muss mal gerade weiter. Essenszeit, okay. Komm schon, ich bin so hungrig. Ich könnte ein Pferd essen. Nein, zwei Pferde. Mit Ketchup und Limo. Ugh. Könntest du ein Pferd kochen? Nein. Würdest du es deinem Ofen. Würde es in deinen Ofen passen? Nein. Oh, du hast ja richtig Hunger. Was magst du nicht? Ja, was kriegst du denn dann? Machst du nicht mal Süßigkeiten, ne? Oder Frittata mochtest du auch, ne? Was könnte ich dir denn sonst noch geben? Wie wolltest du Pommes haben? Hier Pommes. Kartoffeln und zwar frittiert, Portionsgröße, normale Mahlzeit, Art des Gerichts, Kneipe. Was? Pommes? Woher wusstest du das? Das ist mein absolutes Lieblingsessen. Du bist fantastisch, Riesenhut. Okay, dann, guten Moment, bist du eine Köchin? Bist du sicher, dass du keine Köchin bist? Denn dieses Essen könnte direkt aus einem Restaurant kommen. Lecker. Okay, manche machen wir gerade nicht. Wo ist denn unser Kollege hier? Ich finde gerade unseren Kollegen nicht. Mist, das Seil funktioniert gerade nicht. Das ist schlecht. Da. Kleine. Komm, ihr beiden. Wo geht's hin? Nach unten? Atom muss ich auch noch was für Futter geben, ne? Wir könnten gleich mal. Wo bin ich denn gerade hier? Also da ist Atul. Warte mal kurz. Hey Atul. Oh, du hast auch schon richtig Hunger. Hier. Bewirtung auf so Schiff ist hervorragend. Okay. Warum gibt es heute mal nicht bei euch hier? Das mache ich mal weg. Und du kriegst noch was zu füttern? Du hast zwar nicht so viel Hunger, aber ihr meckert gleich wieder. Ich weiß ganz genau. Frittata? Kostenloses Futter. Endlich. Okay. Warum gibt es heute nicht? Ich gieße euch nochmal alle kurz, bevor ich hier das vergesse. Wahrscheinlich bringt das eh nichts. Wäre toll, wenn die jetzt endlich mal wachsen würden. Ich muss noch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen Obstgarten herstellen. Denn ich muss einen Baum besorgen, beziehungsweise einen Samen für einen Baum, damit ich Seide herstellen kann. Ich hatte mich nochmal schlau gemacht und ich muss, wenn ich das richtig verstanden habe, Maulbeersamen besorgen. Das hatte ich schon gesehen, aber nicht gekauft, legenderweise. Und die muss ich tatsächlich besorgen. Ich muss eigentlich mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes habe, was ich sammeln kann. Wo bin ich eigentlich hier gerade? Weiß ich gar nicht. Ich habe hier aufgehört. Aber ich bin mir nämlich sicher, was ich machen sollte. Ich glaube, ich muss hier noch was einsammeln, ne? Muss ich hier noch was einsammeln? Ich glaube, ich kam da nicht hoch, ne? Das ging nicht irgendwie. So, komm. Hoch da. Und hoch da. Na komm. So. Hier hin, aber ich komme hier nicht weiter. Weil es genau nicht reicht.
Ich komme auch nicht hoch, ne? Nee. Wie komme ich da hin? Es muss doch irgendeine Fähigkeit geben, oder so, wie man da hinkommt, glaube ich, oder? Du bist der Vorarbeiter. Ja, ich muss da irgendwie hin. Da oben ist noch was, aber ich komme da nicht hin. Tja, wie mache ich denn das? Keine Ahnung. Ja, muss ich mir noch überlegen. Also hier muss ich noch irgendwie hin. Ich weiß nur nicht genau wie. Ich glaube, ich brauche noch eine Fähigkeit. Dann fahren wir mal weiter. Wir müssten... Wo muss ich denn zu dem Maulbeersamen hin? Hier nach Oxbury? Hier, Maulbeersamen. Da muss ich hin. Dann gehen wir da mal hin. Wir bauen noch mal... Ich hoffe, ich kriege das irgendwo runter. Kriege ich noch... Oh. Das wird jetzt echt ein Problem, weil langsam ist echt ein bisschen voll hier. Da oben hin, schon geht mir ja nass. Kuh haben wir schon. Ich denke, eine Kuh wird reichen, oder? Wir haben noch zwei Häuser, die wir bauen müssen. Achso, ich muss hier immer noch gucken. Kiefernbrett brauchen wir auch noch. Konnten wir eigentlich schon bei, nee, warte mal, wie war das hier? Buchsschlupfwinkel muss ich, Backschlupfwinkel muss ich bauen. Moment, hier ist wieder was zum Einsammeln. Okay. Was hier mit? Und hier ist was zum Tauchen. So. Yay, ein Stück Kohle. Was nehmen wir noch mit? Wenn wir gerade eh hier sind. Cool, ich habe ja ein bisschen was umgebastelt, wie man sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, aber das in der letzten Episode schon wieder eine Weile her. Ich denke mal, doch, ich glaube, das hatte ich euch schon gezeigt. Das habt ihr gesehen, bevor ich Feierabend gemacht habe in der letzten Aufnahmesession. So. Hatte ich das, glaube ich, mal. Ich hatte ja ein bisschen umgeräumt. Oh, hier brennt irgendwas, oder? Das ist bestimmt Holzkohle. Yep. Okay, das ist neu. Jetzt gibt es noch verbranntes Essen. Gab es das vorher auch schon? Was hatte ich denn gemacht? Ich gekocht oder was wollte ich kochen? Wieso sag mir nicht, ich wollte irgendwas kochen, was ich noch brauchte. Nullsuppe. Mal gerade überlegen. Bisk. Sag mir jetzt nicht, ich habe irgendwas gekocht, was was Mist war. Warte mal hier gucken. Suppe hatte ich schon. Corndog brauchte ich noch und Thunfisch-Tataki. Kann ich Corndog craften? Sag ich schon. Ich muss mal gerade gucken. Corndog. Corndog. Da müssen wir es ja nicht mehr für Atul fertig kriegen. Hier, da Corndog. Maismehl, Schweinefleisch. Ich glaube, das wollte ich kochen und hab's verkackt. Wir haben kein Maismehl. Ich muss mal Mais besorgen. Das muss noch etwas weiterkommen. Konnte ich eigentlich noch Mais anpflanzen? Ich weiß gar nicht. Hatte ich Mais noch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, keine Eggless Start, bitte. Ein bisschen weiter. Achso, wir könnten auch Thunfisch sammeln. Oh. Hast du schon mal eine fermentierte Delikatesse gekostet? Darauf gibt es nur eine richtige Antwort und diese sollte positiv ausfallen. Einfach nur göttlich. Eine reine Schöpfung der kulinarischen Künste des Nordens vom Allerfeinsten. Das Gericht namens Surströming liegt mir besonders am Herzen. Man könnte es durchaus als mein absolutes Lieblingsessen bezeichnen. Wie es so schön heißt, gut Ding will Weile haben. Surströming. Jetzt haben wir ein neues Rezept gelernt, ja? Ich hoffe es mal, wir haben es gelernt. Die Hühner haben nichts mehr zu futtern langsam, ne? Ich muss da mal irgendwas reinschmeißen. Kann ich da alle möglichen Samen reinschmeißen? Drei habe ich noch. Dann haben wir die da rein. Noch ein bisschen was. Eier habe ich ohne Ende hier. 8 Stück. Wow, das sind immer mehr Eier. Ich ziehe mal gerade das Zeug hier raus. Ich muss eigentlich mal gucken, was ich jetzt mitgenommen habe hier. Wir müssten eigentlich gucken, dass wir alles pflanzen können. So. Gucken wir mal. Wieder ein Gegenstand. Oh, wir haben keine Gegenstände. Okay, das heißt, hier ist empty. Blöd, das können wir gerade ernten. Okay. Wir haben noch genug, um
das einsammeln. Dann pflanzen wir gleich wieder. So. Gleich gießen. Die muss ich jetzt eigentlich immer anpflanzen, weil dadurch, dass ich die Hühner habe, die sind halt am schnellsten gemacht. Ich glaube, die sind auch dafür gedacht, meiner Meinung nach, dass man hier die Hühner mitfüttert. So, 6 Stück haben wir noch. Dann können wir das hier reinhauen. Okay, dann haben wir es voll. Wir sind da, ne? Ja, wir sind da. Gucken wir mal gerade nach dem Samen. So. Ich weiß nicht genau, ob ich noch mehr Bäume kriegen kann. Oliven? Ist das ein Olivenbaum vielleicht? Macht zumindest Sinn, weil Oliven wachsen, meine ich, auf dem Baum, oder? Ich meine ja. Bin mir nicht sicher. Jetzt ist die Frage. Achso, ein bisschen mit Zitronen hier. Das ist großartig. Du hast es wirklich durchgezogen. Ich hatte mir kurz Sorgen gemacht. Hier saßen da ein paar ganz üble Gesellen lang. Nur wegen Zitronen. Der Wahnsinn, oder? Die Leute sind ganz verrückt nach diesen verflixten Zitronen. Wie dem auch sei, gute Arbeit. Danke für die Zitronen und hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. 5000 Glimms, wow, nicht schlecht. Hast du ihn schon gefunden? Was? Wie viel will er? Oh, verdammt. 450.000 Glimms, jetzt habe ich es falsch gemacht. Wie unverstehend, aber mal ehrlich. Das ist viel mehr als seine übliche Rate. Wie kommt er überhaupt auf diesen Oh. Jetzt verstehe ich. Die Wohnung neben meiner steht derzeit zum Verkauf. Sie kostet 450.000 Glimms. Der Preis ist nicht verhandelbar. Sehr raffiniert, Mann. Und auch sehr verstörend. Weißt du was? Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal belassen. Er ist zu hilflos. Es sind gerade mal 3 Tage vergangen und schon versucht er, unschuldige Passantinnen hereinzulegen. Ich habe es jetzt doch gemacht. Eigentlich sollte ich das ja nicht machen, aber ich habe jetzt vergessen, dass ich ja hier den, na, eigentlich ist die Dame, ne? Ja, die Dame, die er beeindrucken will. Die hat aber gerade eine männliche Stimme, deswegen komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Das war jetzt unglücklich, weil das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die eigentlich gar nicht anquatschen. Auf 450.000 Glimps wäre keine Chance, also, ja. Außerdem hatte ich ohnehin schon vor, ihn wieder bei mir einziehen zu lassen. Ich wollte ihm einfach nur eine Lektion erteilen. Sag ihm doch, dass er zurückkommen darf, okay? Aber bläue ihm eine Sache ein. Ab jetzt muss er im Haushalt mithelfen. Ich kann nicht alles für ihn erledigen. Ich bin ja nicht seine Mutter. Ist das doch ein Typ? Ich dachte, das ist eine Sie. Ich bin mir nicht sicher. Oder haben die eine männliche Stimme? Ich will weibliche Stimme. Ich weiß gar nicht. Suche nach dem Schreibtischtäter. Nee, Moment. Jetzt komme ich durcheinander. Aus der unteren Wohnung? Achso, wir müssen uns fertig machen. Werde Gustavs Galerie mit dem veralteten modernen Schreibtisch auf. Also, das muss ich immer noch machen. Richte dem Holzarbeiter aus, dass seine Partnerin, doch, das Partnerin, ihn wieder bei sich einziehen lässt. Okay, wir haben das anders gelöst jetzt. Schmilz einen alten Schuh ein. Mist, jetzt haben wir alle Schuhe weggemacht. Wie soll ich den denn einschmelzen? Ah, ich weiß, wo ich ihn einschmelzen muss. Mist, jetzt haben wir keine Schuhe mehr. Das wäre jetzt doof. Ich muss das nämlich nicht oben in der Schmiede machen, sondern ich muss das wie heißt es, wo ich die Barren schmelze, machen. Das habe ich jetzt, da habe ich Mist gebaut. Ich habe gedacht, ja, Schuh kannst du nicht, aber ja. Ein Hummerbrötchen müssen wir auch noch machen und werte das Haus aus und okay. Backschlupfwinkel noch. Wir haben viel zu tun. So, ich möchte gerne kaufen. Und zwar möchte ich gerne, was möchte ich denn kaufen bei dir? Maulbeersamen, hier. Wenn du diesen Samen im Obstgarten anpflanzt, wächst er zu einem Maulbeerbaum heran, in dem nette Seidenraupen leben. Du kannst dann Seidenfaden ernten. Da steht es. Ich hab's, ich glaube, durchgeklickt, aber nicht gekauft. Kartoffelsamen. Wenn du diesen Samen kaufst, kann ich Kartoffeln daran züchten. Okay. Das habe ich leider unintelligenterweise nicht gemacht. Und ja, ich denke mal, einer wird reichen. Ich bin mir nicht sicher mit den Oliven. Kann ich die im Inventar mal gerade nachgucken? Warte mal, wo habe ich die Samen denn? Wir haben jetzt hier natürlich leider keinen da. Wenn du diesen Samen im Obstgarten anpflanzt, wächst zu einem ehrwürdigen Olivenbaum heran. Da ist es. Ich habe mich schon gefragt, was ich mit den Oliven mache. Ja, ist ein Baum. Macht Sinn. Dann pflanzen wir jetzt einen Maulbeerbaum an und einen Olivenbaum. Dann haben wir nämlich wieder was. Ich muss allerdings dann nochmal alles umbauen. Ich wollte sie gar nicht anquatschen, aber vielleicht war es doch keine so schlechte Idee. Bei 54.000 Glimps, uff. Es wäre lustig, wenn es dafür eine Errungenschaft... Es gibt bestimmt eine Errungenschaft dafür, wenn du es nicht sagst und dann bestimmt die 450.000 gibst. Aber jetzt haben wir das halt anders gelöst. Den einfachen Weg haben wir jetzt genommen. Und naja.
Wir pflanzen mal kurz die Bäume nach oben ein. Das Problem ist, ich muss nach ganz oben gerade. Ay caramba, ay caramba. Okay, da sind wir. Das sind luftige Bäume hier. Olivenbaum. Ne, wir machen den Maulbeerbaum hin. Hier. Und Olivenbaum. Der Olivenbaum müsste eigentlich kleiner sein, meiner Meinung nach. Gießen. Ich hoffe mal, dass der Maulbeerbaum größer ist. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist es genau umgekehrt. Ah, gucken wir mal. So, jetzt will ich mal gerade noch ganz schnell gucken, ob ich das gerade umbauen kann. Fahren können wir nicht mehr. Bearbeiten. Okay, jetzt geht's los. Wir müssen das eigentlich nach unten schaffen. Oh, das ist jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das aufbauen kann. So, gucken wir mal. Du gehst erstmal dahin. Wir müssen erstmal alles umräumen. Wir müssen sozusagen unten alles freischaufen. Ich würde gerne versuchen, das alles ein bisschen gerade zu machen. Aber die Häuser sind halt nicht gerade. Was ist halt nicht einfach. Ich würde halt gerne die Sachen, die ich jetzt öfters machen muss, wie ernten und farmen und so, nach unten machen und die Häuser nach oben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich muss irgendwie Platz schaffen von der ganzen Geschichte hier. Kommen wir mal dahin. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Wie breit ist der... Passt das hier hin? Wenn ich da jetzt Platz mache, kriege ich das hier runter? Ja, kriege ich runter. Okay, das heißt, die müssen alle gerade weg. Das Blöde ist, du musst dann woanders hin. Okay, gucken wir mal. Gehst jetzt hier hin? Okay. Jetzt habe ich das Problem mit dir. Du musst jetzt woanders hin. Wie mache ich denn das jetzt? Den Keller habe ich hier noch. Den Keller habe ich noch gar nicht reingeguckt, fällt mir gerade so ein. Ich könnte das hier hinsetzen, aber dann habe ich das Problem, dass ich dich da nicht mehr hinkriege. Du brauchst wie viel Platz? So viel Platz. Kann ich das noch rüberschieben? Kann ich rüberschieben. Reicht das vom Platz her dann? Müsste eigentlich, ne? Jo, passt. Okay. Das eine Schaf sitzt jetzt ein bisschen auf dem Schornstein, aber das ist okay. Ist hoffentlich nicht so schlimm. So, kriege ich dich hier runter und darüber? Jo, geht. Nice. Aber jetzt haben wir hier eine Lücke, die ich nicht füllen kann. Wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich da hinsetze. Oh, das passt nicht mehr, weil das muss dann dahin. Das passt auch nicht. Dann setze ich mal kurz dahin. Dann musst du hier doch weg. Ich weiß nicht, was ich mit dem Haus machen soll, aber eigentlich ist es nutzlos, ne? Krieg ich das dazwischen? Ja, kriege ich. Ja. Ne, es passt nicht. So müsste das stehen, also ganz so optimal ist es auch nicht. Passt denn das da drunter? Ne, gerade so. Doch, das passt. Das ist auch nicht super, ist auch super optimal gerade. Nicht so schlimm, wie ich es gerne hätte. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Wir kriegen das hier nicht zwischen. Passt das dazwischen? Jo, passt. Machen wir das dahin? Und Stanley jetzt neben der Windmühle. Dann ist okay. Das müsste hier hin normalerweise. Eigentlich, ja, eigentlich müsste es dahin. Ich muss mal gerade gucken. Kann ich euch hier runterpacken? Ich glaube, vom Platz her passt es nicht, ne? Nee, passt nicht. Zwei zu breit. Mist. Das heißt, ihr beiden passt hier nicht hin. Wie mache ich denn das dann? Oder ich pack dich nach ganz unten. Pack dich nach ganz unten hier, dass ich das, die Lücke geschlossen kriege. Jo, kriege ich einigermaßen hin. Und du könntest hier zwischen passen. Das passt. So, dann muss ich euch jetzt hier rüber packen. Geht das? Du passt glaube ich nicht. Doch, du müsstest dazwischen passen. So wird es gehen, aber ist auch nicht optimal. Machen wir es erstmal so. Ist nicht optimal, aber ich denke, okay. Dann kommst du dahin und dann geht das hier hin.
war das ein bisschen angepasst. Okay, dann müssen wir jetzt hier, lass das mal stehen. Und gehen wir hier nach da oben. So. Das geht nur, weil das mittig steht, ne? Ja. Eigentlich müsste das nach ganz unten. Wir müssen das Schiff auf jeden Fall noch größer machen. Eigentlich muss ich von ganz unten nach ganz oben dann, wenn es schnell gehen muss. Okay. Ich glaube, so können wir es hoffentlich lassen. Ist jetzt nicht optimal, aber zweckmäßig, sagen wir es mal so. Dann gehen wir mal pennen. Und dann geht es morgen weiter. Ja. Er wird nicht begeistert sein, weil er hat extra ausdrücklich gesagt, nicht ansprechen. Aber, ja, was soll ich machen? Jetzt habe ich angequatscht und jetzt geht's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich laden könnte, weil ich glaube nämlich, das gespeichert automatisch. Das heißt, es bringt mir nichts. Ich muss jetzt zurück in, wo muss ich denn hin? Da ist noch ein Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, wie die Fragezeichen sind, auch noch irgendwelche Sachen, ne? Ashenstein Imbertown Park, da muss ich, glaube ich, hin. Ich hoffe es mal. Wir müssen noch Kiefer besorgen. Ich weiß aber allerdings noch nicht, wo wir die herkriegen. Ich glaube, die müssen wir tatsächlich... Warte mal, ist da noch ein Thunfisch in der Nähe? Ich habe nämlich Thunfisch noch auf der Liste. Der Thunfisch ist da hinten. Nee, egal, dann gehen wir erst da hin und dann gehen wir zum Thunfisch darüber. Wir könnten hier nochmal weiter, weil hier könnte auch noch was sein. Dann gucken wir da gleich nochmal. Oder hier könnte Thunfisch sein. Gehen wir da hin. Jetzt haben wir Glück und da ist Thunfisch. So, die Kuh möchte auch was futtern. Ein bisschen. Was kriegst du denn zu essen? Du kriegst hier Heidelbeeren. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Bacon. Bisschen Milch hätte ich gerne noch. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich könnte Milch mit Kaffee mischen, glaube ich, ne? Jetzt haben wir schon wieder das Event gestartet. Gießen schnell. Ich hoffe, die Bäume wachsen schnell. Dann haben wir nämlich die zwei Probleme, die ich noch hatte, gelöst. Also Thunfisch muss ich noch fangen. Da muss ich nochmal gucken. Ich habe da nämlich mich auch nochmal schlau machen müssen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und zwar muss ich beim Thunfisch etwas tricky angeln. Ich habe mal losgelassen, dann geangelt, aber das Problem ist, hat man ja gesehen, der haut dann ab, der ist zu schnell. Man muss aber... Guten Morgen. Oh, du bist auch total ausgehungert. Hab ich noch was für dich? Hier kommt eine Kirsche. Und einmal Schnippschnapp. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen was mit. Also Wolle kann ich auch... Ich muss eigentlich mal gucken, was ich verkaufen kann. Morgen. Ist auch wieder ausgehungert. Ich habe euch hier schon so lange nicht mehr gefüttert. Das ist eigentlich nicht gut. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Ja, das wird langsam echt ein bisschen viel. Ich bin ja nur noch am Ressourcenfarmen im Grunde genommen. So. Kriegst du auch noch was zu füttern? Und ja, das wäre natürlich gut. Der Lieferservice, ich weiß gar nicht. Der nur für die Lieferung zuständig? Achso, warte mal. Schau mal, was ich gekritzelt habe, gezeichnet habe. Das habe ich für dich gezeichnet. Dankeschön. Zeichnung für Stella. Ah, du bist... Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Dann müssen wir jetzt mal alle anderen aufwecken. Ah nee, ich bin ja doof. Ich bin schon wieder... So, alle aufgeweckt. Essen doch... die Jungs haben bestimmt Kohldampf. Aber erstmal hier kurz. So, ernten. Ich muss eigentlich erstmal ein bisschen Sonnenblumen ernten. Weil ich brauche so viel Sonnenblumen, das gibt's gar nicht. Und damit ich wieder genug Nachschub habe, muss ich erstmal jetzt hier, ich weiß nicht, zwei, dreimal wenigstens Sonnenblumen einpflanzen, glaube ich. Ich hoffe mal, dass es dann reicht, dass wir genug haben. Atul ist noch kräftig am Hämmern hier. Atul wird uns auch bald verlassen, wenn wir das jetzt hinkriegen. Das ärgert mich, dass ich bei Astrid nicht viel gemacht habe. Astrid und Giovanni. Gut, Giovanni musste gehen halt, weil, ja. Weil ich mich sozusagen gegen ihn entschieden hatte. Aber das fand ich eigentlich auch nicht okay. Aber es ist halt immer schwierig, ne? Mit Astrid war das halt auch schwierig. Und ja. Wir sind angekommen, jetzt können wir mal probieren mit dem Angeln. Wir müssen also jetzt angeln. Und jetzt geht's nämlich los, geht die Mode los. Jetzt muss ich tippen. Und dann weitermachen. Dass ich sozusagen an der Angel halte. Dann haut er nicht so weit ab. Also im Grunde genommen tick, 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 wie man sieht, und dann weiter und dann probieren, ihn da irgendwie ranzuziehen. Was nicht ganz so einfach ist. Komm schon, ich muss nicht angeln. Es muss gehen.
Komm schon, nimm alles! Nimm alles! Ja! Okay, das funktioniert also. Also du musst im Grunde genommen tricky angeln. Da wäre ich aber im Leben nicht drauf gekommen. Ich dachte mal loslassen, aber loslassen geht nicht. Vielleicht... Nee, wahrscheinlich bin ich nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich wäre ich nicht drauf gekommen. Aber jetzt können wir, glaube ich, wir haben einen Gelbflossentun. Den können wir doch hoffentlich jetzt hier zu... Was brauche ich denn für das Rezept? Wo ist denn der Thunfisch eigentlich? Wie sieht der überhaupt aus? Ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben einen, das heißt, wir könnten jetzt... Was machen? Wir müssen auf jeden Fall... Moment. Hier. Thunfisch und herzhaftes Gemüse. Was ist herzhaftes Gemüse? Einfach Gemüse? Gucken wir mal. Hier, wir haben jetzt Thunfisch. Gelbflossentun. Der Gelbflossentun ist ein riesiger Brocken. Aus diesem Fisch lässt sich das herrlichste Sashimi zubereiten. Nice. Okay, jetzt brauchen wir herrliches Gemüse. Was ist denn herrliches Gemüse? Was wird denn dazu passen eigentlich? Sellerie? Missionsgröße? Ne, das ist hier. Blattgemüse verleiht jedem Gericht ein extra extra Klasse, oder was? Ja, komm, wir nehmen einfach das normale Kopf, den normalen Kopfsalat. Mal gucken. Ich muss allerdings darauf achten, dass mir das Essen nicht wieder abbrennt. Das war nicht so nice. Nicht vergessen, ich weiß. Ich muss alle Gerichte zubereiten und mir dann geben. Ich arbeite dran, natürlich, ich arbeite dran. Ihr habt bestimmt Kohldampf, ne? Kommt mal her, Leute. Ich weiß, dass ihr Hunger habt. Kleine, ja, ich weiß, ihr habt Hunger. Ich bettle nicht um Essen. Vergiss das nicht. Ihr habt, das finde ich voll krass, die haben schon Hunger nach so ein bisschen eigentlich. Weißt du, alle anderen können sich so zusammenreißen, aber ihr? Ihr braucht direkt... Nein, jetzt haust du schon wieder ab. Ich hasse sowas. Ich wollte gerade ein Essen raussuchen. Nervig. Nervig, nervig. Das wäre was, was ich mir wünschen würde, was korrigiert wird, weil das ist ein bisschen nervig. Wenn du ein bisschen länger brauchst, dass sie dann einfach abhauen. Kundschafterin. Ja, ich weiß, ihr habt Kohldampf. Mickey möchte Dekoration für... Ja, ja, okay. Okay. Bleibt mal da stehen jetzt, ich will euch Essen geben. Verdämme ich noch eins hier. Das ist zu einfach, das Spieler ist zu einfach. Also das muss ich mal verkaufen hier. Widerlich. Hier. Nee, Scharlach wollt ihr nicht. Schalentier wollt ihr nicht. Alugubi, Rührei. Fisch mit Pie. Nee, Fisch wollt ihr auch nicht. Gebratene Krebse. Ei mit Speck. Das ist zu einfach, ne? Seelentröster. Zu einfach, ne? Ich werde es nicht nochmal sagen. Okay, ja, ja, einfache Gerichte sind nichts für uns. Muss ich euch das geben hier. Kostenlos Futter, endlich. Muss ich euch das gute Essen geben hier. So, sind wir da? Ja, wir haben den Thunfisch mitgenommen, genau. Dann reisen wir direkt weiter. Ich hoffe, das klappt mit dem Thunfisch. Guck mal, der ist weg. Hammertown Park, der wird nicht begeistert sein, aber ich hoffe mal, ist okay. Essen ist fertig, hat gepinkt. Wir müssen das Essen ganz schnell holen. Aber ist das vorher auch mal angebrannt oder ist das jetzt seit der neuen Küche so? Ich weiß gar nicht. Okay, das war nicht richtig. Jetzt habe ich eine Bouillabaisse. Mist. Ich gucke gerade mal nach. Was steht denn bei der Bouillabaisse dran? Jetzt habe ich Bouillabaisse geholt und keinen... Ach Mann. Ich hätte noch einen Thunfisch holen sollen, ne? Aber das ging, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, du kannst ja immer nur einen rausholen, kann das sein? Hm. Ich sehe schon, wir sitzen hier schon wieder fest. Kartoffeln und Fett. Was ist denn... Das ist ein widerliches. Ich habe hier angebrannt, das Essen aber nicht als widerlich, komischerweise. Da ist noch eine Tomatenpizza. Nice. Tomaten und Weizen. Tomaten haben wir, glaube ich, auch noch nicht angepflanzt. Das müssen wir uns nochmal besorgen. Ich finde gerade wieder nicht... Getreide und Fisch für Auflauf. Ja, können wir mal gerade Getreide, Fisch. Ich weiß es gerade nicht. Hier, Getreide und Fisch. Ist ja egal, was für Fisch. Okay, wird gekocht. Dann gehen wir mal gerade... Wo muss ich denn jetzt hin hier? Ich muss hier zu... Wo es beginnt. Diese tiefgegriffenen Gefühle. Musik, bist du bereit? Nein. Oh, nun. Vielleicht nächstes Mal. Ich bin dafür gar nicht bereit. So. Ich muss hier gerade gießen, damit meine Bäume wachsen. Das ist
ist wichtig. Ich habe hier so viel zu tun, ne? Das gibt's gar nicht. So. Huch. Das war eingepflanzt? Ne, brauchte ich nicht gießen. Okay, da drüben brauchte ich auch noch nicht gießen. Okay, meldet sich wahrscheinlich noch. Da konnte ich nichts einpflanzen, weil ich habe nichts, ne? Ne. Was ist das Gemüse, müsste ich besorgen? Herzhaftes Gemüse. Was ist denn herzhaftes Gemüse? Das wollte ich nachgucken, ne? Herzhaftes Gemüse. Kann ich Rezepte gucken? Oh nein, jetzt habe ich es rausgenommen, ne? Ja. Mist. Ich gucke gerade mal herzhaftes Gemüse. Wo war denn Sashimi? Hier. Herzhaftes Gemüse. Gemüse. Das heißt, ich muss herzhaftes Gemüse finden. Nochmal, zwei Fische. Okay, da muss ich jetzt gerade mal in mein Inventar schauen. Nach, wo habe ich denn hier? Was ist herzhaftes Gemüse? Blattgemüse. Kleine Mahlzeit, gesund. Gemüse. Wurzelgemüse. Was ist hier? Herzhaftes Gemüse. Knoblauch ist herzhaftes Gemüse. Okay, Knoblauch müssen wir benutzen. Okay, ich hoffe, ich kann mir das merken. Wir sind da. Na, da bin ich mal gespannt jetzt. Das wird ihm nicht gefallen, habe ich die Befürchtung. Gucken wir mal. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier, da ist er schon. Ich würde sagen, wie er darauf reagiert, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!